Ja, hallo, liebe dentale Community. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur ersten Chemlog Competence Live 2020 via ZWP Online aus dem mittlerweile sehr verregneten Baden-Baden unter den strengen Augen der Schwarzwald-Alina. Ihr habt vielleicht kurz gesehen, wir sind also tatsächlich im Corona-Überwachungsmodus. Deswegen grüßen wir alle, die im Homeoffice in der Home-Klinik sitzen, natürlich die streng 1,5 Meter getrennten Public-Viewer-Gucker, die vielleicht heute sowas wie Kino-Feeling haben. Wir freuen uns, dass wir euch ein kleines bisschen Zahnmedizin nach Hause bringen können, dass wir trotz dieser ganzen Kontaktverbote mit euch in Kontakt treten können. Dank also an alle, die das möglich gemacht haben. Das Ziel heute ist, dass wir euch eine OP zeigen, die eigentlich in Corona-Zeiten extrem gut indiziert ist. Wir wollen euch zeigen, dass es heute möglich ist und auch erfolgversprechend sein kann, wie man innerhalb einer Sitzung einen Zahn im ästhetischen Bereich extrahiert, auch ein relativ komplexer Zahn, wie wir sofort implantieren können, wie wir Hart- und Weichgewebsmanagement machen können und diesen Zahn dann sogar sofort mit einem Provisorium versorgen, welches auf einem definitiven Abutment sitzt. Ziel ist es, zuerst jetzt euch diese OP nahezubringen. Das wird Kim, mein Partner hier in der Praxis, machen. Er wird auch die ganze Sache moderieren. Er wird zeigen, wie das Ganze abläuft. Er wird eventuell mit euch sogar bis ins Labor gehen, quasi den Laboranteil, falls es einen geben wird, mit dokumentieren. Wir sind spezialisiert auf Ästhetik, wir sind spezialisiert auf Implantologie. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, Zähne zu erhalten. In dem Fall haben wir das lange versucht. Es ist leider erfolglos geblieben. Der Kim wird euch jetzt diesen Fall vorstellen. In der Zwischenzeit werde ich mich in den Sterilbereich begeben. Die nächsten 15 Minuten gehören nun ihm. Viel Spaß bei der Live-OP. Ich hoffe, ihr genießt es. Wir genießen es, ein kleines bisschen bei euch zu sein. Kim. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute an der Seite von Markus Beschnitt den Teil der Moderation einmal durchführen darf. Und deshalb würde ich sagen, wir steigen relativ schnell in diesen Fall ein. Es handelt sich um eine geführte Sofortimplantation mit Belastung. Wir werden auf das Ganze jetzt in den nächsten 13 bis 15 Minuten so ein Stück weit genauer eingehen. Das heißt, wir wollen heute alles auf einmal machen, was bedeutet, im Endeffekt wird der Zahn gezogen, in die frische Extraktionsalveole implantiert, der Zahn mit einem direkten Hybridabutment versorgt und ein PMMA-Langzeitprovi als Versorgung darauf eingesetzt. Die ersten 13 Minuten dienen jetzt dazu, erstmal nahezubringen, was passiert eigentlich im Backoffice, im Labor und in der Planung, weil das so eine OP, wie sie hoffentlich gleich reibungslos stattfinden wird, auch so gut funktioniert, bedeutet, dass man im Vorweg sehr, sehr viel unternehmen muss und die Planung dementsprechend aufbauen muss. Wir werden uns also jetzt kurz über die Prothetik, die Planung, die Okklusion und die Chirurgie unterhalten. Und ganz zu Beginn möchte ich einmal kurz über dieses Thema der Sofortimplantation in die Evidenz einsteigen. Wenn man sich die allgemeine Evidenz heute einmal anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass dieses Thema nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Obwohl schon 1976 von Schulte und Heimke damals das Tübinger Sofortimplantat in frische Extraktionsalveolen gesetzt wurde. Wir machen das in unserer Praxis, oder Markus macht das in unserer Praxis seit 2001, also 19 Jahren. Und allgemein ist der Tonus bei richtiger Vorgehensweise eben so, dass bei richtiger Selektion die Sofortbelastung eine vorhersagbare Langzeitprognose und Erfolgsrate zu haben scheint. Provisorische Sofortbelastungsprotokolle sind praktisch sicher durchführbare Behandlungsoptionen, sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer. Und Sofortimplantation und Belastung führt zu minimalem Crest-Time, Knochenverlust und Überlebensraten. Auch darüber werden wir später im Verlauf der OP noch mal etwas genauer sprechen. Wir kommen zum Fall. Es handelt sich um einen 64-jährigen männlichen Patienten, bei dem ich mich an dieser Stelle gerne einmal bedanken würde. Es ist nicht selbstverständlich, sich diesem ganzen Außenrum auszusetzen und der größte Dank gilt natürlich ihm. Selbstständig promovierter Jurist, Medikamentenanamnese war ohne Besonderheiten, stellte sich vor Weihnachten 2019 telefonisch bei uns vor und sagt, er muss kommen, ihm sei eine Krone im Frontzahnbereich ausgefallen.
Der Vollständigkeit halber sieht man hier einmal den dentalen Befund aufwendig prothetisch vorbehandelt und eben einen PA-Status. Wenn man das einmal einteilt, wird man von Bleeding on Probing von 57% sprechen. Von einer lokalisiert mittelschweren chronischen Parodontitis, was laut neuer Klassifikation einem Stadium 3 Grad B entspricht. Und auch hier der Vollständigkeit halber einmal ein OPG. Was haben wir also im ersten Termin gemacht? Es war eine reine Schmerzbehandlung. Der Patient kam zu uns und es stellte sich dann eben heraus, dass der Zahn subgingival frakturiert war. Das ist jetzt ein Grenzfall. Die Prognose ist in dem Moment mal fraglich gewesen. Wenn man aber darüber spricht, was macht man langfristig mit dem Zahn, wird durch eine Neuversorgung es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir keinen Ferül mehr um den Zahn haben. Deshalb wünschte der Patient langfristig eben die Implantation. Und wir haben dann, weil es kurz vor Weihnachten war und eben über die Weihnachtsfeiertage zu helfen, ein Single-Visit-Endo gemacht, einen Stift gesetzt und die Krone wieder provisorisch eingesetzt. 8 Wochen vor der OP stellt das sich dann wieder vor, das ist der zweite Termin. Wir haben einmal hier die extraoralen Bilder und was man jetzt schon erkennt, ist, dass er eine mittlere Lachlinie hat, einen zervikalen Effekt, das heißt, er zeigt auch nur mäßig Zahnfleisch. Schaut man sich die intraoralen Bilder an, fällt Folgendes auf, vor allem im Seitenzahn, aber auch im Frontzahngebiet haben wir massive Attrition und auch leichte Keramik-Chippings. Was ganz auffällig war, ist im Frontzahnbereich diese Mikrorisse in vertikaler und horizontaler Richtung. Und der Mundhygiene entsprechend sieht man zervikal um die Kronenränder massive Rötung, vor allem eben um den Zahn, um den es geht, den Zahn 2.1. Diese Unterlagenbeschaffung läuft bei uns folgendermaßen ab. Wir machen einmal ein DVT, die CT-Diagnostik, und werden dann einen Intraoralscan machen. Bei ihm war das so, dass wir das mit dem Trio 3-Shape gemacht haben. Das Schöne an dem Scanner ist eben, dass er einmal zweifarbig den Datensatz aufbaut. Der nächste Schritt ist eben der, dass es für einen Techniker ein bisschen einfacher wird, dass dieser SDL-Datensatz dann eben auch ans Labor zweifarbig exportiert werden kann. Wir haben ihn bis digital registriert und ihn letztendlich papierfrei digital einmal über die Infoscope-Software aufgeklärt. Das heißt also, wir hatten eigentlich in diesem einen Termin alle Unterlagen, die wir brauchen, und der Patient kommt dann eben im dritten Termin zu uns zur Operation. Ich möchte auch hier wieder kurz in die Evidenz einsteigen und einen kurzen Faktencheck zum Intraoralscan machen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass bis Quadrantengröße der Intraoralscan mittlerweile gleichwertig oder besser ist. Die statische Okklusion ist mindestens gleichwertig zur konventionellen Registrierung und das ist der Grund, warum wir aufwendige prothetische Arbeiten mit dem Scan noch nicht lösen, sondern noch konventionell abformen, komplette Kiefer sind weiterhin noch unterlegen. Ja, und dann treffen wir uns heute hier zum dritten Termin, nämlich der Extraktion mit Implantation, hart- und weichgewebigem Aufbau und der Prothetik mit anschließendem Provisorium. So, und jetzt die letzten 7 Minuten dienen eben dazu, was ist denn bis heute eigentlich passiert, weil das geht oftmals in so einer Live-OP leider unter. Und anfangen tut das Ganze eigentlich durch mich bei uns. Ich plane die digitalen Fälle, das heißt, ich setze den DICOM-Datensatz des DVT einmal in unsere SMOP-Software ein. Das heißt, es wird ein neuer Datensatz erstellt, die Kauebene festgelegt und im Oberkiefer haben wir keine großen Nerven. Das heißt, wir können im Oberkiefer dann direkt ein Matching durchführen. Das bedeutet, es wird einmal der SDL-Datensatz mit dem DICOM-Datensatz über 3 bis 5 reliable Punkte aufeinandergelegt und die Software ist mittlerweile so weit, das war sie anfangs noch nicht, dass sie die Datensätze dann mehr oder weniger fast perfekt miteinander vereint. Im Oberkiefer geht es dann direkt weiter. Wir haben uns in seinem Fall für das neue Camlock-Implantat die Cone-Lock Progressive Line entschieden mit einer Arbeitslänge von 16 und einem Durchmesser von 4,3 mm. Auch darauf kommen wir später noch mal genauer zu sprechen. Ja, und dann ist es in der SMOP-Software relativ elegant, denn man kann dieses Implantat in allen Achsen sich so hinstellen, wie man es letztendlich braucht. Wenn man sich die Sagittale dazu einmal genauer anschaut, fallen 3 Punkte auf. Und zwar einmal sitzt das Implantat sehr, sehr tief, von der bukalen Knochenoberfläche leicht subkrestal. Das tun wir daher, in dem Fall macht es auch absolut Sinn und ist absolut notwendig, weil wir das Implantat auf jeden Fall primär stabil bekommen müssen. Und was man hier eben sieht, ist, dass nur das apikale Fünftel des Implantats eigentlich letztendlich zirkulär im Knochen stehen wird. Dazu kommt der leichte Palatinalversatz im Vergleich zur Wurzel. Das hängt einmal damit zusammen, wir wollen eine ausreichende Abutment-Oberfläche bukal, also dem Techniker möglichst viel Platz verschaffen. Und über diese Jumping Distance, den Bereich zwischen
bukaler Implantatoberfläche und bukaler Knochenlamelle werden wir gleich noch etwas genauer besprechen, wenn Markus das Ganze operiert. Schaut man sich jetzt einmal diese dünne bukale Lamelle an, fällt Folgendes auf, und zwar viele Zahnärzte und Chirurgen tun sich in diesem Fall relativ schwer zu entscheiden, kann ich so etwas sofort implantieren und sofort belasten. Nölken hat dazu 2018 eine sehr schöne Studie rausgebracht, in der er ganz klar sagt, eine initial schon fehlende oder sehr dünne bukale Knochenlamelle ist kein Grund für eine Sofortimplantation mit Sofortbelastung. Das heißt, es kann implantiert werden. Faktencheck dazu wieder, wenn wir einen Schritt weitergehen und die Schiene einmal konstruieren. Das läuft dann eben extern über das SMOP Center. Wir konstruieren die Schienen heute in einem sogenannten Spaghetti-Design. Das heißt, die Auflagefläche im Vergleich zu früheren laborgefertigten Schienen ist massiv reduziert. Umgesetzt sieht das Ganze dann einmal so aus. Und dadurch bekommen wir einen definierteren Sitz, tatsächlich eine höhere Präzision der Implantatposition, eine höhere Primärstabilität. Die Evidenz sagt ungefähr 35 bis 50 Newton-Zentimetern. Und damit liegen wir eben auch genau auf dem Level, was wir für die Sofortbelastung brauchen. Eine minimalinvasive Vorgehensweise ist durch diese genaue Planung vorher selbsterklärend und dadurch ist die Erfolgsrate eben auch erhöht. Der Fall geht dann eben weiter von uns ins Labor Schulz, wo erstmal der Marc Daniel Schulz sich um die prothetischen Bauteile und die Konstruktion kümmert und wird in die ExoCAD-Software exportiert. Ganz wichtig hier wieder, das sind alles offene Systeme, mit denen wir arbeiten, sodass im digitalen Workflow alles problemlos durchgeführt werden kann. Der Zahn wird dann einmal digital leicht subkristall geschnitten. Der Daniel legt sich dann eben das Emergenzprofil fest und überträgt das einmal auf das Abutment. Die Angulation und das Abutment kann designt werden und eben auch der Schraubenkanal, wo der rauskommt, speziell auch bei verschraubten Arbeiten, wird festgelegt. Und zu guter Letzt dann, ganz wichtig in so einem Fall, statische und dynamische Okklusion dürfen nicht vorhanden sein. Ja, so sieht das Ganze dann einmal umgesetzt aus. Und von Amann Gierbach, der Vollständigkeit halber, hier einmal mit Modell dargestellt. Vielleicht als kleiner praktischer Tipp, dieser Interinzisalwinkel spielt für die Ästhetik in dem Frontzahnbereich eine extrem große Rolle. Jetzt hatten wir auf dem 1.1 hier ein kleines Chipping-Mesial, was wir einfach durch Spiegelung auf den 2.1 übertragen haben und hoffen dann nachher, dass es eben entsprechend wie auf dem Bild jetzt ästhetisch auch rauskommen wird. Ich möchte noch einmal kurz auf diese Abutment-Probikonstruktion eingehen, denn was ganz klar auffällt, ist, dass wir einen deutlichen Abstand zwischen approximalem Knochenniveau und Implantatschulter haben, was für einen Techniker ganz relevant ist, wenn wir das Teil direkt einsetzen möchten. So kommt das Ganze dann bei uns an, Vor-Nacharbeitung. Und was jetzt ganz wichtig ist, der Klaus-Peter Schulz muss genau diesen Bereich hier um das Abutment einmal extrem ausdünnen, sodass das Abutment nachher am Knochen vorbei in diese frische Extraktionsalveole ins Implantat überhaupt eingebracht werden kann. Jetzt hatten wir immer noch mit einem anderen Thema zu kämpfen, und zwar ist es bei uns so, dass wir in den ersten Wochen nach so einer OP das Provisorium nur mit Chlorhexamet-Gel einsetzen, um eben Weichgewebsirritationen durch eventuelle Zementreste vorzubeugen. Und eine ganz spannende Geschichte, die wir jetzt mittlerweile einarbeiten, ist dieses Snap-on. Dieser Snap-on-Mechanismus ist ähnlich wie ein Klick-Mechanismus. Es werden also im approximalen Bereich zwei Nocken eingearbeitet, die als negativ dann auf das Implantat oder auf das Provisorium übertragen werden, sodass im Endeffekt das Provi nachher durch einen Click-In-Mechanismus auf das Abutment geschoben werden kann. Ja, und ganz elegant, um sich das Übertragungskäppchen zu sparen, wir stellen mittlerweile auch direkt das definitive Zirkonkäppchen her, was einmal als Übertragungskäppchen dient und dann eben später auch das Grundgerüst für die definitive Keramikkrone darstellt. Ja, ich möchte die Anmoderation damit abschließen, dass wir kurz noch über die Okklusion sprechen. Da hat sich bei uns in der Praxis in den letzten 2 Jahren wirklich ein Paradigmenwechsel hat stattgefunden. Und zwar haben wir immer mit verschiedenen Komplikationen auch auf implantatprothetischen Arbeiten zu kämpfen. Und eine entscheidende in dem Fall ist neben der Periimplantitis auch die Verblendungs- und die Abutmentfrakturen, häufiger, aber viel häufiger die Verblendungsfrakturen. Man weiß jetzt in Zeiten wie heute, dass Bruxismus und solche Themen immer größer werden und sowohl auf dem Seitenzahnbereich, hier auf dem 6er, auf einem 1er und aber auch bei herausnehmbaren Arbeiten, die nachimplantiert wurden, beobachten wir immer wieder Chippings und Verblendungsfrakturen. Daraufhin sind wir einmal in die Evidenz eingestiegen und dazu gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig und haben uns das temporomandibuläre System einmal genauer angeschaut.
Wenn man jetzt ein osseointegriertes Implantat mit einem vitalen Zahn vergleicht, der an einem parodontalen Ligament hängt, so fehlt diesem Implantat natürlich die absolute Eigenbeweglichkeit. Dazu kommen Gouge-Zonen, Pufferzonen des Kiefergelenks, wir haben Torsions- und Windungskräfte des Knochens selbst, wodurch eigentlich bereits 1999 Misch postulierte, dass es wohl Sinn machen würde, eine Implantatkrone mit einer gewissen Bewegungs- oder Bissfreiheit zu gestalten. Heißt für uns also, die Einstellung erfolgte, wie auf natürlichen Zähnen, machen wir nicht mehr. Und zwar hat Rilo da eine schöne Untersuchung dazu rausgebracht und hat gezeigt, dass die Introdierbarkeit bei etwa 30 bis 50 Mikrometern liegt. Und genau das ist die Freiheit, die wir der Implantatkrone dann letztendlich bieten wollen. Wir haben das hier einmal an einem Modell gezeigt, so kriegt es der Techniker dann eben auch mit. Wir sehen, die einfache Schirmstockfolie hält auf der normalen Zahnkrone gut und wird durch die Implantatkrone quasi durchgezogen. Wenn wir das Ganze jetzt einmal mit fünffacher Schirmstockfolie machen, also sprich 8x5 Mikrometern, liegen wir ungefähr in dem Bereich der Clearance, die wir erreichen wollen. Und so werden bei uns heute Einzelzähne auf Einzelimplantatkronen eingestellt. Wir haben uns über die Prothetik unterhalten, die Planung, die Okklusion und ich würde sagen, im zweiten Teil wird es jetzt noch etwas spannender und wir beginnen mit der Live-OP. Ich gebe ab an Markus und wünsche euch beim Zuschauen ganz viel Spaß. Beispiel angesprochen, würde in dem Fall wahrscheinlich wenig Sinn machen. Ich vermute jetzt auch, dass das absolute Credo und das Wichtigste erstmal sein wird, dass wir uns das Weichgewebe und vor allem halt auch den Knochen um das Implantat so gut wie möglich erhalten. Und das kann jetzt tatsächlich eine ganze Weile gehen, bis wir diesen Zahn in Stückchen entfernt haben. Okay, ich erfahre gerade, dass wir bei Markus im Moment noch keinen Ton auf dem Mikro haben. Jetzt schauen wir mal, ob wir das geändert bekommen. Ansonsten erzähle ich einfach etwas mehr zu dem Ganzen. Markus ist jetzt gerade dabei, mit einer Lindemann-Fräse den Zahn einmal in mesiodistaler Richtung zu trennen. Der Punkt jetzt gerade, normalerweise sind wir immer große Freunde davon, so einem Zahn mit einem Zugsystem, wie zum Beispiel von Zepf, das Benex-System, zu entfernen. Das funktioniert hier jetzt leider nicht, weil der Zahn eben mit einem Keramikstift vorversorgt ist. Und ja, eben, ich wiederhole mich, aber das absolute Credo ist jetzt erstmal, dass wir die Papillen erhalten und eben den Knochen so gut als möglich schonen können. Bei Ihnen. So, was macht Markus jetzt? Und zwar, um den Knochen so wenig wie möglich durch Fräsen zu berühren, tastet er sich entlang des Stiftes in die Tiefe und holt dann eben Stück für Stück von diesem heraus.
anzumachen. Ja. Man sieht jetzt gerade leider nicht so ganz so viel, das wird nachher auf jeden Fall besser werden. Markus ist jetzt gerade damit beschäftigt, eben um diesen Zahn, um die Achse des Stiftes, den Zahn so ein Stück weit freizulegen, um den Knochen eben überhaupt nicht zu berühren. Ja, und tatsächlich in diesem Fall, wir werden ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, ist es so, dass diese Extraktion des Zahnes das invasivste dieser ganzen Operation sein soll. Ich habe euch ja vorhin dieses Röntgenbild gezeigt und man sieht eben, dass der Zahn nur zirkulär oder das Implantat später zirkulär nur apikal im Knochen stehen wird. Deshalb ist eben die Knochenschonung das absolute Credo, was wir erreichen wollen. Ja, ist ganz spannend, wenn man sich das jetzt mal anschaut und aus Sicht des Endodontologen schaut, welche ankylotische Tendenz dieser Zahn jetzt mittlerweile schon eingenommen hat. Ich schaue jetzt gerade ins OP-Gebiet, weil Markus jetzt versucht, den Stift zu entfernen, um eben an diesen apikalen Bereich zu kommen. So, Stift ist entfernt. Ganz wichtig auch jetzt wieder hier, man sieht eben, dass beide Papillen, sowohl die mesiale als auch die distale, erhalten sind. Ja, und so müssen wir uns jetzt Stück für Stück eben einmal nach apikal vorarbeiten. Ja, und jetzt das absolute Credo. Ich habe vorhin vom bukalen Knochen eben gesprochen. Ganz wichtig ist, dass wir erstmal palatinal auch erhalten, weil da hinten das Implantat eben flächig dann auch greifen soll. Und das Gleiche geschieht jetzt gerade für palatinal und auch approximal. Deshalb belässt Markus jetzt erstmal auch diese bukale Lamelle. Was Markus jetzt gerade angesprochen hat, ich wiederhole es nochmal, es geht im Endeffekt um diese Socket-Shield-Technik, zu der es leider im Moment noch sehr, sehr wenig Evidenz gibt. Und es würde bedeuten, dass man diese bukale Lamelle zum Erhalt des bukalen Gewebes, also sowohl Hart- und Weichgewebe, beibehält und das Implantat dann eben mit einem Palatinalversatz in die Alveole implantiert. Wir sind davon Stand heute noch nicht wirklich überzeugt, weil es zu diesem Thema eben, wie gesagt, ganz, ganz wenige Untersuchungen gibt und machen das bei uns in der Praxis daher auch nicht. Den jetzt also sind gerade viele Hände notwendig, weil dieser Extraktionsteil des Ganzen einfach auch wenig vorhersagbar ist und
Ihr seht jetzt also, der palatinale Anteil ist entfernt. Wir sehen jetzt noch diese bukale Zahnlamelle. Und auch da wird Markus sich jetzt auf jeden Fall Zeit lassen müssen, weil wir vorhin im DVT gesehen haben, dass dieser bukale Knochen sehr, sehr dünn ist. Und den gilt es bestenfalls eben auch, wenn es nur eine dünne Bündelknochenlamelle ist, zu erhalten, ganz klar. Jetzt hat Markus den Zahn einmal mesiodistal durchtrennt und versucht, ihn einmal eben entsprechend der Achse aufzubrechen, sodass man die erste Lamelle noch entfernen kann. Ja, aber es ist eigentlich auch ganz schön zu sehen, weil man sieht eben, dass die Entfernung eines einwurzeligen Frontzahnes manchmal relativ viel Zeit Aufwand benötigt. Ja gut, das ist, ich meine, man muss eins sagen, wenn wir jetzt hier nur aus dem Zahn ziehen wollten, würde ich anders dran gehen. Aber wir wollen ja gleichzeitig augmentieren, implantieren und hier muss es wirklich quasi langsam und schon zugehen, damit der Knochen vestibulär erhalten bleibt. Ich sehe jetzt aber so langsam das, genau, wir haben das nächste Stück, der mesiale Anteil. So, man sieht jetzt also trotz der Ankylose, dass der Zahn doch so ein kleines bisschen Spiel so langsam bekommt. Ich denke, dass Markus jetzt gleich auch den distalen Anteil raushebeln wird. Der Zahn ist einmal komplett entfernt bis zur Wurzelspitze. Und was für mich jetzt relativ spannend ist, kann Markus gleich mal. Markus, ist da Granulationsgewebe unten im apikalen Bereich? Ich habe keinen Ton. Kann man mir irgendwie den Ton herzaubern, einschalten? Geht nicht. Also was ich jetzt auf jeden Fall schon sehe, ist, dass der apikale Bereich relativ hart wirkt. Genau, und das ist genau den ersten Punkt, den Markus sich jetzt auf jeden Fall auch noch anschaut, ist, wo ist eigentlich letztendlich jetzt der bukale Knochen? Ist diese bukale Lamelle erhalten? Zwei Messungen sind jetzt wichtig. Markus wird jetzt gleich mit der Parosonde zwei Punkte ausmessen und ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall der approximale und der bukale Bereich sein wird. Hier ist Knochen bei ungefähr 4 mm. Wir sehen also jetzt im approximalen Bereich Knochen bei etwa 4 mm Sondierungstiefe und mesial bei 3 mm. Mesial liegen wir bei 3 mm, das war auch so vorhersagbar. Spannend ist jetzt, wo ist der Knochen labial? Hier. Und eben jetzt der wichtigste Punkt, wo ist der Knochen im Labialbereich? Wir werden nachher, hier ist definitiv Knochen, hier, bei das Schöne ist jetzt 3 mm, 3,5 mm. Ja, kann man sehen? So, jetzt, was noch wichtiger ist, ist, wie ist die bukale Lamelle? Jetzt brauche ich mal diesen Wurzelheber, den Zickzackheber, wie auch immer. So, jetzt schauen wir, wenn wir mit dem Instrument reingehen, schauen wir jetzt, haben wir Bukalknochen? Das ist immer dann spannend, wenn wir irgendwo vestibulär dann jetzt den Knochen abgerissen haben, etc. Ich gehe jetzt hier ganz runter in die Alveole, gehe nach labial. Jetzt spüre ich, hier ist eine leichte Fenestration, die juckt mich aber da oben gar nicht, ja, weil sie ästhetisch weder wichtig ist, noch für die Implantatstabilität. Wir gehen ja sowieso in die palatinale
Alveolarlamelle rein. So, jetzt gehe ich hier hoch und jetzt kann man hier sehen, wenn jetzt hier kein Knochen wäre, würde es hier ausbeulen. Ich kann aber hier richtig dagegen stoßen. Seht ihr das? Und das ist für mich jetzt die Entscheidung, wie weit muss ich überhaupt weitermachen? Muss ich jetzt hier einen Lappen öffnen, um eine Augmentation zu machen? Muss ich eine große Pouch machen oder reicht es nachher lediglich, wenn wir das Weichgewebe ein bisschen verdicken wollen? Also hier haben wir jetzt echt wieder mal Glück gehabt. Naja, schlechtes Wetter, Glück beim Implantieren. Das ist ja auch was wert. Wenn ihr euch überlegt, vor 20 Jahren, als ich fertiger Zahnarzt war, hieß es noch, wenn du einen Zahn ziehst, drückst du das jetzt hier zusammen. Wir sind ja extrem glücklich, dass wir heute diesen dünnen Knochen haben. Was wir aber auch wissen ist, dass wir diesen Knochen verlieren werden, da es sich, geht's dir gut? Super. Da es sich um den Bündelknochen handelt, das heißt, ich brauche natürlich nachher einen Füllstoff. So. Jetzt zur Implantation. Bitte mal weit öffnen. Ich habe, weil wir gesagt haben, wir machen eine schablonengeführte, ich habe hier die Schablone, die setzen wir jetzt rein. Jetzt ist natürlich immer spannend, sitzt die. Reinsetzen, gucken, ob sie schaukelt. Wichtig, hebt sie ab, wenn ich hier drücke. Die meisten von uns haben den Fehler, sie setzen sie rein, sie merken, die ist fest, aber sie kontrollieren nicht, sitzt die wirklich. Das heißt, was ihr machen müsst, ist definitiv PA-Sonde. Definitiv zu schauen, mach mal weit auf, ganz kurz, jawohl, perfekt, PA-Sonde, definitiv zu schauen, sitzen die kleinen Füßchen der Schablone, schaut mal hier, hier, sitzen die schön dem Zahn auf oder dem Knochen, je nachdem, wie ihr eure Schablone natürlich gestaltet. Das ist jetzt hier eigentlich super sexy gemacht. Zumal ich auch hier relativ viel Platz habe für den Bohrer. Was jetzt noch wichtig ist, der Kim hat das vorhin angesprochen, was wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir ja das Implantat nicht nur dreidimensional in der richtigen Achse setzen wollen durch die Schablone, sondern wir haben ja jetzt bereits das definitive Abutment fertig. Da es sich um ein Camlock-Implantat handelt, haben wir also drei vorgefertigte Positionen durch die Nocke. Die Nocke gibt uns also vor, wie das Abutment sitzt. Und das hat der Hersteller der Schablone berücksichtigt, indem er hier, und jetzt bitte ich, könnt ihr mal da reinzoomen? Zoomt ihr mir mal bitte auf die PA-Sonde. Das ist jetzt brutal wichtig. Wenn ihr jetzt sagt, diese Live-Show, das ist alles toll, ich hole mir kurz ein Bier. Jetzt da bleiben bitte. Ganz wichtig, auch die, die jetzt auf Toilette müssen, haltet kurz durch. Wir müssen noch mal reinzoomen ein bisschen, einfach mit Plus und dann mache ich hier das Bild ein bisschen schöner. Warte mal. Komm, geh noch ein bisschen. Komm, gib alles. Ja, super. Halt, das war. Ja, warte, das kriege ich hin. So. Was jetzt wichtig ist, ist diese Markierung, die ihr hier oben am Bildrand seht. Kopf hoch, jawohl, super. Oh, ihr seht, es windet in Daden. Diese Markierung, die habt ihr auch auf der Schablone hier, auf dieser Hülse. Nur, auf der Hülse bringt die euch dann nicht mehr viel, wenn durch die OP eventuell jetzt diese Schablone mitbeginnt, sich zu drehen. Das ist jetzt hier natürlich relativ unwahrscheinlich, weil wir unglaublich viel Platz haben. Deshalb machen wir uns die Markierung immer noch auf die bukale Schablonenseite selbst. Sollte sich jetzt die Hülse in irgendeiner Form lösen, habe ich trotzdem die definitive Position einer dieser Nocken. Das ist wahrscheinlich jetzt heute die wichtigste Info, die ich euch geben kann. Ja? Implantieren kann jeder. Wir haben dieses Thema oftmals bei Zweiern, die durch eine massive Kronpräparation gebrochen sind. Und bei denen ist es eben so, dass dieser approximale Bereich relativ schmal ist, sodass die Hülse nur ganz, ganz dünn gefasst ist. Und 3,3. Da haben wir echt so eine Lernkurve hinter uns, weil uns am Anfang öfters genau in solchen Fällen im approximalen Bereich sich die Hülse gelöst hat und dann eben nicht mehr definiert saß. Deshalb, wenn diese Markierung im bukalen Bereich nicht vorhanden ist, hat man danach keine Chance mehr, diese Hülse dementsprechend auszurichten. Und um das nochmal deutlicher zu machen, die Hülse sitzt jetzt eigentlich per se auch nicht perfekt. Deshalb, Markus wird sich nachher auf jeden Fall an dieser bukalen Markierung orientieren, wenn er das Abutment inseriert so. Und auch das Implantat. Und jetzt brauche ich, könnt ihr mir mal eine totale einstellen? So, also ich mache jetzt kommt der Werbeblock quasi. Ja, bisschen Licht, wird das auch noch ein bisschen heller?
Also jetzt kommt der Werbeblock oder so diese wie im Privatfernsehen. Das ist eine neue Schatulle. Da geht es jetzt darum, Progressive Line als Guide, neuer Bohrersatz. Vorteil ist es natürlich jetzt, je nach Knochenqualität, wir wollen ein 4,3 mm, 16 mm langes Implantat setzen. Klar, maximale Knochenausnutzung. 4,3, je nach Knochenhärte und damit der Qualität nach Misch, werde ich jetzt entweder den 4,3er Bohrer nehmen oder wenn ich merke, unser Patient hat einen relativ weichen Knochen oder wir haben natürlich in der Sofortimplantation nur Apikalknochen zur Verfügung, dann mache ich ein sogenanntes Underdrilling. Das ist möglich mit der Progressive Line, weil ich jetzt quasi mit dem Underdrilling beginne, merke, wie hart ist der Knochen und kann mich dann entscheiden, das nächstdickere zu nehmen. Wir beginnen also jetzt mit dem ersten Formdrill. Wir können mal den Pre-Drill reinsetzen. Jetzt gehen wir wieder auf die Close-Up-Aufnahme, bitte. Ja, und wir lehnen uns jetzt mal so weit aus dem Fenster durch dieses Progressive Line, also diese neue Außengeometrie und auch ein anderes Gewinde des Implantats. Selbst bei wenig vorhandenem Knochen wird das Implantat nachher dann eben auch stabil sein. Und das wäre jetzt wahrscheinlich ein Fall gewesen, der durch das konventionelle Chemlock oder Cone-Lock-Implantat im Frontzahnbereich vielleicht, was die Primärstabilität angeht, etwas schwierig geworden wäre. Momentan nicht. So, jetzt fange ich an. Also der Pre-Drill, der hing in der Luft. Das Spannende ist jetzt tatsächlich, wo beginnt wirklich Knochen? Ich zeige euch das, bevor ich einfach bohre. Ich setze den jetzt mal rein. Auch der, doch Verlängerung wäre praktisch, wenn wir eine Verlängerung kriegen könnten, bitte. Wir brauchen noch eine Verlängerung. Ihr habt gesehen, dass selbst der erste, der hat eine Länge von 7 mm, dass der noch gar nicht beißt, ja, weil wir sind noch mitten in der Alveole. Und wenn man mitten in der Alveole ist, dann lohnt es sich auch gar nicht, das Ding einzuschalten. Wir nehmen jetzt den nächsten, das ist der 9 mm. Jetzt müsste Markus so langsam, wenn man sich das DVT anschaut, langsam Richtung hier. Knochenkontakt kommen. So, jetzt der 9er. Dir geht's gut? Auch der. Noch keinen Kontakt. 11. So, jetzt habe ich Kontakt. Jetzt bohren wir das erste Mal. Okay, da seht ihr es auch ein bisschen. Wir haben jetzt mit 11, jetzt gehen wir auf 13. Und das ist jetzt eigentlich spannend, weil es entspricht genau dem, was wir vorher besprochen haben, ne? Dass wir dieses apikale Fünftel absolut nachher für die Sofortbelastung brauchen werden. Und jetzt auf 16. Markus, hast du jetzt 3,8 oder 4,3? 3,8. Wir machen jetzt ein Underdrilling. Wir setzen nämlich jetzt das 4,3er Implantat. So, jetzt brauche ich ein Implantat. Am besten ein Camlock. Progressive Line 4,3, Länge 16. Cone Lock. Wir haben auch das Cone Lock Abutment, dann sollte man fast auch das passende Implantat dazu haben. Ihr habt gemerkt, da sind unsere Mädels ganz wachsam. Wir setzen schon das Implantat. Sind sie ganz wachsam? Ja. So. Lang. Sehr schön. Ich nehme es mir dann selber raus. Das 16er in lang. Einmal umstellen. So, reindrücken. So, und was jetzt wichtig ist, PA-Sonde bitte. Aber ich habe vorhin gesagt, dass ich eine Markierung Bukal habe. Die Markierung Bukal, die ist auf dem Einbringpfosten hier und sie ist auf dem Einbringschlüssel. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn das jetzt noch ein bisschen durchgängiger wäre, weil je präziser diese Markierung jetzt mit der Hülse übereinstimmt, desto besser habe ich vierdimensional, wenn ihr so wollt, implantiert. So, Vorteil vom neuen
Blister-System ist. Ich muss jetzt hier nicht mehr drehen. Ihr habt gesehen, wie leicht das rausgeht. Das ist ziemlich schön geworden. Und jetzt rein mit dem Implantat. Marc, und sag uns doch mal, ab wann das ungefähr zu greifen gleich beginnt. Ja. Jetzt greift's? Mhm. Jetzt wird es deutlich fester. Jetzt müssten wir uns ungefähr da befinden, wo das Implantat apikal zirkulär greift. Ja, deutlich fester. So, jetzt ist gleich unten. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt stelle ich die Markierung ein. Alles gut bei dir? Ja? Gut. Noch ein bisschen. So. Wichtig ist jetzt nochmal PA-Sonde, bitte. Vorher noch mal ein Spiegel. Ich möchte mir von Palatinal das anschauen. Mal absaugen. Jawohl, gut. Die Markierung hier ist mit dem Schlüssel auf einer Ebene. Nochmal den Schlüssel bitte, nur den Schlüssel. Also wir haben hier die Markierung und wir haben sie jetzt hier nur noch auf dem Schlüssel. So. Jetzt brauche ich eine Klemme und einen Schraubenzieher. Den langen? Den langen, ja. Und die Klemme. Klemme nochmal. Jetzt nehmen wir den Einbringpfosten raus. Schablone raus. PA-Sonde bitte. Jetzt muss ich kurz kontrollieren, wie ist es vom digitalen Bild zum analogen, zur analogen Situation. Das passt recht gut. Implantatschulter sitzt ungefähr auf dem Niveau des Knochens. Und wir haben ein Problem, es ist locker. Das heißt, wir müssen jetzt Folgendes machen.
So, jetzt ist genau das Spannende. Jetzt müssen wir es nochmal rausnehmen. Wir haben ja nochmal eins. Dann brauche ich einen Bohrer nochmal. Einbringpfosten. Denn wir haben ja tatsächlich zum Einbringen des Implantates diese Schablone, die können wir jetzt trotzdem noch nutzen. Jawohl, danke. Wir brauchen nur noch, wir haben noch mal ein Implantat, gell? Genau. Ja. Denn wichtig ist jetzt ja, dass ich noch ein bisschen Tiefe gewinne. Jetzt brauche ich noch mal den, nur den, das, wir haben ein frisches. So, jetzt kriege ich nochmal den Bohrer, nur ohne Verlängerung? Mit Verlängerung, den 16er Bohrer. Ja. 3,8. Ja. Ja, wir bleiben beim kurzen. Jetzt schauen wir, wo sind wir hier? So, 4,3 das Implantat. Jetzt nochmal die Schablone. Das Implantat, das frische. Ja. Wir werden jetzt also quasi initial wieder so setzen und dann müssen wir im Endeffekt tiefer gehen. Und jetzt ist es natürlich schwierig, die vierte, ganz weit aufmachen, die vierte Dimension. Aber das kriegt man hin, Implantat. Die Firma Camlog bringt mich jetzt wahrscheinlich gleich um, weil ich eine abgewinkelte Ratsche weiterdrehe. Entschuldigung, das darf man nicht. Man muss sie jetzt sperren. Aber Markus, sag mal doch, wie hattest du die jetzt eingestellt? War die bei 20 oder 30? Die ist bei 30 gewesen. Wir haben jetzt über 30. Mhm. Und im Endeffekt hast du jetzt einfach nochmal bis von dem Underdrilling auf 4,3 Länge 16 gegangen? Nee, ich bin nicht auf 4,3, ich bin bei 3,8 nochmal. Okay. Manuell einfach einen Tuck tiefer, weil es kann natürlich schon sein, dass dieser Bohrer exakt passt. Und jetzt haben wir genau das Problem, wenn diese Fehleraddition von Schablonenherstellung, Hülsenverklebung, wenn diese Fehleraddition passiert, kann das eben sein, dass man hier nicht optimal in der richtigen Tiefe ist. Und wenn man nur 3 mm Restknochen hat, dann haben wir einfach nicht diese Primärstabilität. Die haben wir ja jetzt. Aber nach ungefähr 10.000 Sofortbelastungen, muss ich ehrlich sagen, macht mir das jetzt keinen erhöhten Puls mehr. Und deswegen, ich finde das ganz spannend, wenn sowas eben in einer Live-OP passiert, weil die meisten haben jetzt genau davor Angst gehabt und sagen dann, haha, guck mal, es ist jetzt passiert. Ja, es ist passiert. Müssen wir mit umgehen. Und das ist ja das, warum wir solche Live-Surgeries machen, weil wir wollen im Endeffekt ja euch die Angst nehmen, dass euch das passiert. Gib mir nochmal eine zweite Klemme, bitte. Da kann jetzt auch hier einen Ringschlüssel nehmen oder muss ich wieder das Ding raus? Genau. Muss jetzt nur, weil die Verschraubung extrem gut sitzt. Das weiß ich, die ist immer sehr, sehr fest. Konter ich und drehe mal. Okay, danke. So, jetzt nehmen wir das raus. Okay, danke. Jetzt die Schablone raus wieder. Zweiter Anlauf.
Genau. Eine PA-Sonde. Sorry. Sieht man das jetzt? Primärstabil? Man sieht jetzt auch, Markus, dass es vom bukalen Verlauf her einen kleinen Tuck tief, also es sitzt eben, besser ist, also dann jetzt, ist, ne? Das ist eben der menschliche Faktor. Also auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass eine schablonengeführte Implantation eben nicht das ist, was viele denken. Ja, jetzt ist es alles einfacher. Es ist komfortabler für den Patienten. Das ist es. Für uns ist es nicht zwingend einfacher. So, jetzt kommt der spannendste Teil, das Abutment. Jetzt gucken wir, hat unser Zahntechnikermeister genau das geleistet, was wir besprochen haben. Wo ist es? Mhm. Kappen drauf. Die nehme ich ab. Ja, so, eine zahnärztliche Pinzette. So, hier haben wir jetzt das definitive Zirkon-Abutment. Ja, jetzt nehme ich das, setze es hier rein. Ah ja, was der Kim vergessen hat zu sagen, oder weiß nicht, vielleicht hast du es gesagt, ich war im Tiefschlaf. Hier, hinten palatinal, haben wir so eine kleine Zunge. Könnt ihr die sehen? Ja, ich kriege ja eh kein Feedback. Folgendes, diese kleine Zunge, eine PA-Sonde, die dient mir jetzt im Vergleich zum gedruckten Modell, diese Erhebung, dient die mir zur Kontrolle, sitzt das Abutment richtig, Tiefe und Position palatinal. Großer Vorteil auch später, wenn wir zementieren, Kontrolle ist die Krone unten. Zweiter Teil ist hier diese Groove, die hier und die hier. Wir haben so zwei Grooves seitlich angebracht. Der Kim hat gesagt, Snap-on haben wir das genannt. Dieser Snap-on-Mechanismus macht es jetzt möglich, dass die Krone nachher tatsächlich relativ elegant ohne Zement sitzt. So, jetzt probieren wir das auf. Und schauen mal, ob das reingeht. Bei dieser palatinalen Nocke hat mir auch einen Lerneffekt, wenn man so einen Zahn danach, wie man es manchmal tut, mit Imax oder ähnlichem versorgen möchte, sollte man vielleicht gucken, dass diese palatinale Nocke relativ rund gestaltet ist, dass auf der Keramik später überhaupt keine Spannungsspitzen entstehen. Wichtig ist, dass ihr jetzt fühlt, rutscht das Abutment tatsächlich in diese richtige Position rein. Mal ein Spiegel bitte. Ich kontrolliere das jetzt von palatinal. Ja, ist es. So, Spülung. Kupfer. So, jetzt nächster Schritt, Test, wie sitzt das Provisorium. Das ist natürlich ein Langzeitprovisorium, das setze ich jetzt drauf und jetzt klicke ich es rein. Klickt. So, das war eigentlich jetzt schon so der heiße Teil, also wer jetzt auf Toilette muss, kann das jetzt tun. Pizza bestellen und so weiter, das ist alles möglich, denn die heiße Phase ist schlussendlich rum. Die Krone sitzt. Jetzt überprüfen wir ein paar Sachen. Mal zubeißen. Hat er Kontakt auf der Krone? Nee, hat er nicht. Schieb mal nach vorne. Ganz leicht bekommt er welchen. Den muss jetzt unser Laborleiter wegmachen. Das heißt, ich zeichne das jetzt an. Denn ich will ja eins nicht. Ich will eben genau nicht Kontakt drauf haben. Einen Luftbläser kann ich kriegen, oder? Markus, ja? Bevor du es runternimmst, zeigst du noch mal, wie das von Inzisal sitzt. Dass es in der Achse steht. Mit dem Spiegel. Ah, ja, genau. Ja, halt. Ja, ich mache kurz. Warte mal, aufhören lassen. Klapper mal ganz schnell. Wieder öffnen. Okay. So. Er hat also keinen Kontakt im Leerbiss. Mal ein Spiegel. Also, wenn er normal zubeißt, hat er keinen Kontakt drauf. Und man sieht palatinal die Nocke. Ne? Jetzt kann ich einfach sehr schön sehen, sitzt das Ding richtig. Ich habe die Kontrolle Approximalkontakte. Die sind super. Er steht, wenn ich von Inzisal drauf schaue, das könnt ihr so
Steht er in, hallo, das ist immer ganz schwierig mit dem Spiegel. So, steht er in der richtigen Achse? Hey. Schön. Mein lieber Zahntechnikermeister, bist du da? Ja. Hast du geil gemacht. Danke. Ja. Und tatsächlich, ja, ihr seht, auf dem 1.1 ist Kontakt, auf dem 2.1 nicht, aber wenn er halt vorschiebt, jetzt nochmal die Folie. Uli, offen lassen. Wie lange Zeit habe ich denn noch? Es läuft. Seid ihr noch alle da? Warte mal. Ja, ich denke, ich habe noch so ein paar Minuten. Ja, ja. Super. Bisschen gut. Mal zubeißen und jetzt nach vorne schieben und öffnen. So, jetzt sieht man, dass da Kontakt drauf ist. Den will ich eben nicht, zumindest nicht bei der Sofortbelastung. Offen lassen, offen lassen, offen lassen. Gib ihm wieder einen Keil rein. Okay. Uli, nochmal aufmachen. So, jetzt sieht man hier einen Kontakt drauf. Der muss weg im Labor. Ja, was wir noch haben... Jetzt eine Klemme zum Abnehmen. Ihr seht, ich krieg die eigentlich so gar nicht richtig runter. Die sitzt super so, ne? Ja, vielleicht besser. Komm mal im Schrank. Hab's. Super. So, also... Bedeutet, ich brauche jetzt nicht zwingend den Zement. Wir werden das nachher mit Chlorhexamid-Gel einsetzen. Tut's weh? Ja, okay, wir spritzen gleich noch mal ein bisschen nach. Nicht? Okay. Warte mal, ich meine was? Ja? Die Nase. Die Nase, ja. Luft solltest du kriegen, das wäre gar nicht so. Das wäre wichtig. Ja. Jetzt besser? Super. Okay, also, was wir jetzt machen, wir geben das ins Labor. Der Kontakt ist drauf, den nimmt er jetzt großflächig weg, da muss Luft sein, ne? Stehen Sie noch? Alles gut. Das war die Euphorie. So, ich darf jetzt das ins Labor geben. Wenn du im Labor bist, schleifst du es mal weg, bitte. Und dann wieder steril her. So, wir schrauben jetzt das Abatement runter. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, wir haben ja jetzt einen Spalt zwischen Alveole. Ja, wir haben jetzt einen Spalt zwischen Alveole und dem Implantat. Den füllen wir jetzt. Nee, der andere ist der kleine. So. Okay. Den dünneren. Ach, dünneren. Jawohl. Dazu gibt es vielleicht zu sagen, Markus, korrigier mich, wir füllen unsere ASKs, also unsere alveolaren Spalten, immer auf mit einem xenogenen Material in der Regel, weil Deckschraube. Das relativ gut untersucht ist. Und ich weiß auch immer, dass da kontrovers drüber gesprochen wird, dass manche sagen, nein, auf keinen Fall auffüllen. In unseren Augen macht das Sinn. Zum einen ist es so, dass wenn man diesen Spalt auffüllt, ist es so, dass der Knochen nicht weiter nach apikal wächst. Das ist nämlich so, mit zunehmender Breite dieses Spalts wächst der Knochen weiter nach apikal, was unter Umständen dann eben ästhetische Einbüßen hätte. Und der Knochenimplantatkontakt ist durch dieses Auffüllen nachgewiesen verstärkt. Das sind einfach die Punkte, warum wir sagen, okay, wir möchten da gerne diese fibro-osseäre Narbe und füllen daher diesen Spalt immer auf. So, wir füllen das jetzt, und der Kim hat das ja auch schon angedeutet, mit einem nicht resorbierbaren Material. Die Kieferchirurgen mögen es mir entschuldigen, ich bin kein Freund von Knochenchips da drin. Es gibt auch genug Daten, die einfach zeigen können, wenn wir jetzt pure Knochenchips reinmachen, ist die Resorptionsrate der Chips weitaus höher. Ist dann auch noch abhängig davon, ist das ein Knochenchip, den ich aus dem Bohrkanal genommen habe, oder sind das Knochenchips, die in irgendeiner Form direkt woanders geerntet wurden, da es ja aber komfortabel für den Patienten sein soll, ist hier tatsächlich das künstliche, beziehungsweise in dem Fall ist es ein xenogenes Material, viel, viel besser. Denn das xenogene Material wird jetzt, egal ob es Knochen wird oder nicht, eine stabile, hartgewebige Barriere geben, sodass es kein Einwachsen von Weichgewebe da geben wird. Okay. Nee, ja, einlegen, erst einlegen und mir beides geben, den Stopfer. Ich brauche einen Gib mir mal den mittleren Stopfer, bitte. Der ist perfekt. Super. So, wir werden jetzt hier, also den Spalt hier zwischen Implantat und Alveole, die Alveole ist ja immer noch intakt, den werden wir jetzt komplett auffüllen. Ne?
Und habe ich es vorhin richtig gesehen, Markus? Ist Palatinal auch ein kleiner Spalt oder sitzt es da fest an? Wo? Palatinal. Palatinal ist kein Spalt. Palatinal haben wir, sagen wir mal, hier so 2-3 Millimeter. Das füllen wir alles auf. Genau, also im kresszahlen Bereich wird zirkulär aufgefüllt. Ne? In Kochsalz einlegen. Die ist schon komplett feucht. Ja, die ist feucht, aber das ist nicht Kochsalz. In Kochsalz einlegen. In ein Becherchen mit Kochsalz. Ich erkläre nachher auch gleich, um was es da geht. Okay, einfach in ein Becherchen mit Kochsalzlösung. Wir bereiten jetzt gerade schon, nur damit ihr euch nicht langweilt, vor. Wir wollen ja natürlich auch noch das Weichgewebe etwas stabilisieren bzw. verdicken. Den Weichgewebetyp verändern kann man nicht, aber man kann zumindest temporär das Weichgewebe verdicken und das machen wir nachher natürlich auch noch. So, jetzt füllen wir im Sinne einer alveolen Spaltkompensation, füllen wir das jetzt auf. Also nichts anderes als jetzt hier das, was auch der Fliesenleger macht, Fugen füllen. Dieses Fugenfüllmaterial ist nach vestibulär bitte zuerst. Ja, einfach bleib mal hier drauf stehen. Ja, super. Und eigentlich, Markus, müsstest du da jetzt relativ weit nach apikal auffüllen können. Ne? Verzeihung? Eigentlich müsstest du relativ weit nach apikal auffüllen können. Ich komme fast ganz runter. Ja. Mhm. Okay. Tauscht bitte. So, das dauert jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, die nächsten 4 Minuten bin ich jetzt hier mit Fugenfüllen beschäftigt. Aber wie schon gesagt, das ist einfach für den definitiven Langzeiterfolg, ist das jetzt auch eine relativ wichtige Geschichte, aber eigentlich ein alter Hustensaft, denn wir füllen diese Spalten bereits seit knapp 20 Jahren in der Sofortimplantologie auf, wenn sie größer als 1,5 mm waren. Ich muss aber sagen, in der sofortbelasteten Sofortimplantologie fülle ich sie immer auf, grundsätzlich. Okay, nächstes. Ja, dieses Auffüllen hat eigentlich auch prothetisch diesen Vorteil, dass wir uns das Gewebe einmal stabilisieren, wie es Markus schon gesagt hat. Und wir haben ja immer in solchen Fällen mit einer leichten Rezession des Weichgewebes zu tun. Ja, die wollen wir verhindern und deshalb, weil diese Frage immer wieder bei Fortbildungen im Raum steht, wo setzen wir denn überhaupt den Abutmentrand, also den späteren Kronenrand hin? Und im Buchhahnbereich ist es tatsächlich so, dass wir ungefähr, wenn es möglich ist, 1,5 bis 2 mm subgingival planen, weil durch die Rezession wir im Endeffekt dann am Implantat etwa 1 mm subgingival liegen werden. Weiter. Bin ich so besser? Ist gut. Du hast es. Auch wichtig, bitte, das ist keine Amalgamfüllung, also nicht stopfen, sondern leicht schichten. Hier sind die Keramiker jetzt, die jetzt zuschauen, wahrscheinlich glücklich, indem sie Schichten richtig mit dem leichten Druck verstehen, mit dem wir das Material eigentlich nur so einlegen. Selbst wenn ihr apikal gar kein Material hinbekämt, ist es nicht schlimm, okay. Denn dann würde das, weil es ja koronal abgeschlossen ist durch die Augmentation oder durch die Alveolenspaltkompensation, würde das da unten knöchern ausheilen. Deshalb macht mir auch die apikale vestibuläre Fenestration nichts aus. Und dazu auch noch nicht nur die Fenestration oder Dehiszenzen, sondern auch apikale Granulationsgewebe, die in manchen Fällen da unten verbleiben. Ist auch untersucht worden, hat gezeigt, dass die Relevanz, wenn da unten irgendwas verbleibt, relativ klein ist. Das heißt, es kann auch in infizierte Alveolen, wenn man die sauber gemacht hat, sofort implantiert werden. Genau, auch wir wissen ja mittlerweile sogar, dass wir in entzündete Alveolen sofort implantieren können, hat Anitua sehr schön zeigen können. Begnadeter Operateur, das ist klar, man sollte natürlich das schon mehrfach gemacht haben, in vielleicht nicht infizierte Alveolen, aber selbst wenn eine Alveole infiziert war, durch die Entfernung der Ursache des Zahnes, unser Patient hat eine One-Shot-antibiotische Abschirmung, können wir das getrost wagen. Hier hatten wir aber jetzt auch gar keine Infektion. Hier war es tatsächlich die Ankylose, die das Ganze spannend gemacht hat. Und eben dieser geringe Restknochen, diese vielleicht apikalen 3-4 mm, in die wir tatsächlich primär stabil implantieren können. Das ist tatsächlich jetzt diesem Implantatdesign geschuldet. Und da bin ich auch echt glücklich drüber, dass wir sowas mittlerweile machen können. Denn mit dem klassischen Implantatdesign kriegen Sie also eher einen Pudding an die Wand genagelt, als dass Sie das hier
wirklich stabil verankern ja, können. Auch da hatten wir eine Lernkurve, ne, Markus? Die ersten, die wir im Unterkiefer gesetzt haben, die waren bei der Hälfte des Eindrehens so primär stabil, dass also unsere Lernkurve wollt ihr nicht haben, deswegen machen wir das ja jetzt auch so ein bisschen hier dieses ganze live. Ein bisschen öffnen, bitte. Ja, warte mal, ich mach nochmal, hol ich nochmal weiter auf. Ja, nee, ist okay, ist gut. Jetzt machen wir dieses palatinale kleine Löchlein noch zu. So, hier ist tatsächlich nicht viel, was reingeht, aber ein bisschen was geht. Okay, nochmal. Ja, und Markus füllt jetzt tatsächlich bis auf Höhe der Einheilschraube da oben komplett auf mit Biosfein. Ich bin komplett auf Höhe der labialen Knochenlamelle. Im Gegenteil, wenn wir nachher das Weichgewebe haben, kontrolliere ich noch einmal, ob ich vielleicht noch was nachlege. So, noch ein bisschen hier nach mesial. Implantatschulter sollte komplett mit dem Material bedeckt sein. Könnt ihr das eigentlich sehen? Ja? Super, okay. Ja, habe ich wieder meinen Kopf im Bild. Das ist echt doof. Ne? So viel Kopf ist gar nicht im Bild. Das Schönste wäre tatsächlich, wirklich Chirurgen ohne Kopf zu konstruieren. Nur für Live-OPs. So der Drohnenchirurg. So. Okay, jetzt mal noch einmal saugen auf meinem Instrument, bitte. Und dann gucken wir uns das nochmal im Close-Up an. Ja. So. Jetzt sieht man, ist das komplett gefüllt, ne? Jetzt ist der nächste Schritt tatsächlich die, Verdickung des vestibulären Weichgewebes. Das machen wir, indem wir jetzt hier eine Pouch machen. Jetzt brauche ich das Tunnel Knife. Jetzt präparieren wir epiperiostal. Also wir machen jetzt keinen Mukoperiostlappen. Wir wollen ja eine Blutversorgung dieser Matrix von beiden Seiten haben. Also deshalb so ein Knife, Pinzette, danke. So, jetzt gehe ich hier rein. Und das ist jetzt immer so ein bisschen ein Wabank-Spiel. Genau an der Stelle, wo Attached Gingiva, ihr seht, hier sind auch so leichte Narbenzüge, wo Attached Gingiva in Alveolarmucosa übergeht, da ist die Gefahr der Perforation am höchsten. Also da müsst ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Sieht man das? Ja, sehr schlecht, gut. Oder? Doch, ja. So. Auch hier mit nahezu null Kraft arbeiten. Zärtlich sein zum Gewebe. Hm? Mikrochirurgie bedeutet Gewebe streicheln, bis es blutet. Ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit, wenn man zum Beispiel eine gedeckte Einheilung hatte und genügend Attached Gingiva hatte, die sich noch ein bisschen verdicken möchte, dass man einfach eine Pouch präpariert und sich diesen grästalen Lappen da rein rotiert, um das Gewebe noch mal so ein Stück weit zu verdicken. So, jetzt bin ich ungefähr hier, jetzt ist es Hot Face. Jetzt habe ich mir ja heute schon einmal geleistet, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Jetzt versuche ich das trotzdem spannungsfrei hinzukriegen. Bitte eine Klemme. Jetzt können wir uns das hier ein kleines bisschen modifizieren, indem ich mir das etwas abwinkle, sodass ich eigentlich jetzt zum Knochen hinschneide. So. Oh, vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber gut, wir gucken mal. Nee, es ist optimal. So, jetzt ist zumindest die Perforationsgefahr geringer. Weil hier ist jetzt schon extrem dünn. Und das ist eben auch der Grund, warum wir das machen wollen. Wir wollen genau hier das Gewebe ein bisschen dicker haben. So, jetzt bekomme ich gleich die Tunnelierungsinstrumente. Jetzt sind wir nämlich bereits in der Mucosa. Ist eigentlich spannend, ne? Weil der bukale Attached Gingiva-Anteil relativ stramm von vornherein gewirkt hat. Ne? Ja. Wie sich das nach unten hinausdehnt. Aber er ist brutal dünn. Mhm. Also ich kann euch sagen, Zeitung könnte ich durchlesen. So, jetzt Tunnelierungsinstrument. Ja, nehmen wir es gerade. Pinzette. Wenn ich im Bereich der Mucosa bin, kann ich gerne submuskulär gehen. Aber ich muss erstmal dahin kommen, ne?
jetzt den abgewinkelten. Markus, wie weit möchtest du ungefähr über die Mukogingivale Grenze drüber? Oh, Muckesäckele. Nein, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die aber tatsächlich extrem schwer zu beantworten ist. Ich hole mir die meiste Durchblutung dieser Matrix tatsächlich aus dem Bereich der Muskulatur, weil die Gingiva, wenn ich die auch noch splitte, eigentlich recht schwach durchblutet ist. Ich habe ja extrem viel Gefäße jetzt gespalten. Deswegen ist es mir schon wichtig, ungefähr mindestens zwei, besser 3-4 Millimeter in die Mucosa reinzukommen, damit ich tatsächlich da eine super Blutversorgung herkriege, um die Matrix sicher einheilen zu lassen. Wir sprechen gleich noch über Matrizen oder Matrices. So, jetzt bin ich, ihr seht jetzt ungefähr, wie tief ich bin, bin jetzt hier. Kann man das sehen? Schön, ja. Mal das gerade, dann kann man das besser zeigen. Also. Ja, hier können wir es noch ein bisschen schöner machen. Hier. Aber hier sieht man auch, hier ist so eine Einziehung hier. Und da ist es vom Bändchen extrem verzapft. Ich kann ja mal versuchen, ob ich das Bändchen auch noch ein bisschen gelöst kriege. Ich bin gerade arg still, weil ich muss mich brutal konzentrieren. So, jetzt haben wir das. Seht ihr das? Jetzt habe ich diesen Narbenzug auch etwas gelöst. Nimm ganz kurz mal den Daumen aus dem Bild. Mein Daumen. So, jetzt haben wir hier diesen Narbenzug auch etwas gelöst. So, und jetzt können wir hier tatsächlich relativ elegant ein Weichgewebe unterbringen, um das primär zu verdicken. Ja, also hier rein. Das sind ungefähr... Ich behaupte mal, das sind so 8 mm mal eine Sonde. Wir brauchen in der Breite ja, 8-9 mm und in der Tiefe, oh, da geht schon mehr. Gib mir noch mal das Tunnel Knife. Wir machen hier diese kleine Ecke noch weg, dann habe ich ein schönes Bett. Selbst wenn man das jetzt ein bisschen perforieren würde, geht da jetzt die Welt auch nicht unter. Aber das ist jetzt halt so die Challenge. Die Corona-Challenge. Ja, wir können ja eine Challenge draus machen. Ihr schickt mir eure kleinen Split-Thickness-Flap-Videos und nominiert den nächsten. Fände ich ganz witzig. Wer den besten labialen Pouchlappen präpariert, ich nominiere jetzt als nächstes den Herrn Hausschild. Und mein, hier, Kim, du bist der Nächste auch. Deshalb bin ich jetzt ganz still geworden. Zwei, aber gut. Jeder muss zwei nominieren, aber es sind nicht 24 Stunden, sondern ihr müsst es innerhalb von 21 Tagen hinkriegen. So, jetzt gehen wir, früher hätte ich jetzt palatinal ein Bindegewebe entnommen. Wir haben jetzt einen großen Vorteil, eine große anatomische Pinzette. Jetzt gibt es da so Lappen, die man kaufen kann. Eine große anatomische Pinzette. Diese Lappen sind Matrizen. Haben wir nicht? Oh, das ist schon, ich gebe die kleine. Ja, super. So. Ja, etwas zu groß, würde ich behaupten. Wir machen das jetzt kleiner. Das ist eine Matrix porkiner Herkunft, die wir jetzt als Weichgewebsersatz hier reinmachen können. Mal ein Spatel. Super, kannst du das gerade halten? So, und jetzt kriegen wir das irgendwie gefilmt? Eine gerade Schere. Kommst du da hin? Ah, so, pass mal auf, geh hier hin mit dem Ding. Hier hin. So, okay. Jetzt schneiden wir uns. Eine gerade, haben wir eine gerade? Zum Beispiel die Muskelschere oder sowas.
Perfekt. Hast du schon über die Handhabung gesprochen? Kommt jetzt. Da es sich um eine Matrix handelt, die basierend auf einer richtigen Subkutis ist, also es ist Haut, kann ich jetzt diese Matrix tatsächlich exakt so behandeln, wie wenn es ein Bindegewebe ist. Das kann jetzt weg. Jetzt bekomme ich eine anatomische Mikropinzette. Bedeutet also, die Handhabung und das Einschieben in die Pouch gleich ist relativ simpel. Ja. Normale Pinzette. Ja. Einmal reinsaugen. Das Wichtige ist, die Matrix, die wird, ja, okay, die wird vorhydriert geliefert, hat den großen Vorteil natürlich, dass ich, wenn sie vorhydriert geliefert wird, dass ich sie jetzt nicht 20 Minuten in irgendwas einlegen muss oder sowas. Ich muss sie spülen, die muss sauber sein. Aber ja, ich habe den Vorteil, sie ist tatsächlich sofort gebrauchsfertig. Und der Vorteil hier von der ist tatsächlich auch der, ihr seht, das ist eine Aktion von ein paar Sekunden. So, jetzt haben wir also das Weichgewebe auch aufgebaut. Jetzt brauche ich eine 6-0er. Damit fixiere ich die. Und dann kommt eigentlich ja, so das Finale. Ein paar Minuten Zeit habe ich noch. Ist das Probi schon wieder da? Mhm. So, du schiebst diese Matrix da jetzt nochmal so ein Stück weit rein, weil dir wichtig ist, dass die nachher komplett Schleimhaut oder von der Gingiva bedeckt ist, weitestgehend. Ne? Genau. Verglichen zum Bindegewebstransplantat muss ich ganz klar sagen, wenn ich noch ein bisschen Höhe brauche, dann ist das Bindegewebstransplantat die dankbarere Lösung. Warum? Weil ich die Matrix in der Regel zu 100% decken muss. Da die Matrix ja kein lebendiges Gewebe ist, ist sie ein extrem schwaches Produkt. Schwach im Sinne der Heilung. Die kann nicht nekrotisieren, aber sie kann resorbieren. Und wenn sie resorbiert, dann wird sie halt auch entweder komplett abgebaut oder sie geht halt flüssig. So, jetzt haben wir die mit einer Naht fixiert. Ja, und umso wichtiger deshalb nachher, wenn du nachher mit dem Abutment das Ganze verschließen lässt, dass da vorne ein Abschluss stattfindet. Ne? Richtig, das Abutment ist deshalb wichtig, weil es tatsächlich auch die Matrix nochmal nach unten sichert. So, eine Mikronaht drauf. Abschließende Kontrolle Hartgewebe. Danke. So, jetzt brauche ich nochmal den Stopfer und vielleicht ein bisschen von dem Krümeln. Okay, trotzdem, ja. Ja. Jetzt kontrollieren wir nochmal, ist das Hartgewebe ausreichend unterstützt? Ja, hättest du auch. Ist okay. Okay, so. Nochmal hier ein kleines bisschen hin. So in 5 Minuten ungefähr sind wir durch. Für diejenigen, die jetzt schon die Aftershow-Party planen. Okay, jetzt hier noch mal ein paar Krümelchen hin. Ja. Super. Okay. Ja, meine lieben Webinaristen oder Live-Kompetenzer, wir kommen jetzt langsam zum Ende, also so der Abspann beginnt langsam durchzulaufen. Ich zeige euch jetzt nur noch, wie man halt die Prothetik einsetzt. Entschuldigung, dass ihr mich vorhin nicht gut gehört habt. Ja, also wie bei der Tagesschau, ich erbitte den schlechten Ton und das Bild zu entschuldigen. Das ist aber das Zeichen dafür, dass es eben live ist. Schraubenzieher. Markus, wir kommen jetzt gerade auch die Fragen, deshalb würde ich sagen, ich lese die einfach vor und wir beantworten die dann. Ja. Im neuen OP-Set der Progressive Line Guide sind wiederverwendbare Bohrer? Ja, das ist das Tolle. Es ist eben kein Ein-Patienten-Bohrersatz. Die sind wiederverwendbar. Natürlich nicht ewig. Ich bitte darum, dass diese Bohrer natürlich nach einer gewissen Zeit getauscht werden. Aber ja, sie sind wiederverwendbar. So, jetzt kommt Chlorhexamet-Gel ins Implantat. Okay.
Okay. Das Abutment, frisch desinfiziert, Pinzette, zahnärztlich. Was wir auch noch wissen müssen, ist der subgingivale Anteil des Abutments. Bitte nicht hochglanzpolieren. Ihr seht, das ist matt. Das ist der Rauigkeitswert 0,2 Mikrometer. Beste Anhaftung bzw. beste Connectivity zu den Hemidesmosomen. Und die geringste Bakterienadhärenz. Und die geringste Bakterienadhärenz, sagt der Kim gerade und hat damit vollkommen recht. So. Handkraft, wir nehmen jetzt keinen Drehmomentschlüssel. Jetzt mit Handkraft. Aber das Tolle bei der Cone Lock ist, dass die Handkraft ausreicht. So, jetzt kommen wir zum Finale. Das Einsetzen des Provisors. Gib mir nochmal eine Spülung vorher, bitte, damit es ein bisschen schicker ist. OP-Ästhetik nennt sich das. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen schöne OP-Ästhetik. Und Kupfer. Kupfer. Super. So, und jetzt haben wir Teflonband. Ja, nur mit den Fingern würde ich es umgehen. Okay, danke. Den gleichen Stopfer. Jetzt kommt Teflonband in den Schraubenkanal. Doch ein Rechtshänder. So. Das könnt ihr ruhig dicht auffüllen. Wichtig ist, dass die Krone jetzt nicht oben diese Negativform hier mitmacht, sondern dass die Krone selber da tatsächlich eine gewisse Aussparung hat. Sonst haben wir eine Bisserhöhung im Endeffekt. Sonst lohnt sich das Freischleifen alles nicht. Bitte nochmal eine Schere. Jetzt kürzen wir das doch ein bisschen. Danke. So. Wie schon gesagt, die Aftershow-Party kann eigentlich anfangen. Das Letzte, was jetzt noch kommt, ist quasi das Einsetzen des Provisoriums. Jetzt brauche ich Gel, Chlorhexamid-Gel. Die schieben wir dann runter und machen noch eine kleine Naht drauf. So, das fülle ich komplett auf. Max, bitte? Die zweite Frage ist, warum wir Chlorhexamid-Gel ins Implantat füllen? Ja, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche religiöse Gemeinschaften. Die einen sagen, man macht gar nichts rein. Die anderen sagen Chlorhexamid-Gel, weil es gibt keine komplett dichte Implantat-Abutment-Verbindung. Also es ist völlig egal, was Ihnen der Hersteller erzählt. Dicht ist keine. Durch den Release von Chlorhexamid-Gel haben wir auf jeden Fall in dieser Phase jetzt keinen bakteriellen Ingrowth ins Implantat. Wir können ziemlich sicher sein, dass hier nichts passiert. So, jetzt kommt der Snap-on. Manche machen auch ein antibiotisches Gel rein, aber das brauchen wir eben nicht. Ja, und was eben beim Einschrauben des Abutments vielleicht noch ganz praktisch ist, ist, dass dieses Gel einmal gegen Blut abdichtet, ne? Dass es nicht einblutet. Genau. Ja, die dritte Frage, dass die Matrix noch zu sehen ist, ist vestibulär, ob das okay sei. Nee, das ist nicht okay. Das ist total doof. Das machen wir jetzt auch. Jetzt gehen wir nämlich her und machen hier eine Umschlingungsnaht. Kennt jeder aus der klassischen PA. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt auch wiederum so eine mathematische Frage. 100% gedeckt, das wird ja ein bisschen anschwellen. Durch dieses Anschwellen, kann ich euch garantieren, wird das zugehen. Aber ja, gut aufgepasst, das war jemand, also der die Frage gestellt hat, hat tatsächlich die komplette OP mit angeschaut. Gratuliere, CME-Frage extra beantwortet. Ja, man kann jetzt irgendwie, glaube ich, auch noch Fragen beantworten, wenn man möchte. Die Fragen hat der Kim gestellt. Wenn ihr da irgendwie unzufrieden seid, müsst ihr den Kim fragen. Danke für die Blumen. Nein, also ich kann ja jetzt auch schon mal so ein bisschen mit meinem Abspann beginnen. Es war echt Spaß, mit euch zu operieren.
Mir persönlich macht ja immer tatsächlich das am meisten Spaß, wenn es nicht ganz glatt läuft. Jetzt lief es eigentlich größtenteils doch glatt, aber um es kurz zu machen, das Schöne bei einer Live-OP ist, dass wir uns natürlich immer super darauf vorbereiten. Und wenn, ich glaube, es sind insgesamt mehr als 40 Zuschauer gewesen, zumindest in Wimsheim, dann ist es das Schöne, Grüße nach Wimsheim, dann ist es das Schöne, dass, wenn man jetzt am Schluss die letzten Knoten macht, man eigentlich sagen kann, das sieht doch insgesamt ganz schick aus. Ich freue mich, dass es jetzt so funktioniert hat. Ich danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr jetzt also Fragen habt, dann bin ich den ganzen Abend noch verfügbar. So, einmal Schere. Markus, wir können jetzt vielleicht noch mal eine frontale Ansicht gleich machen. Ja, machen wir. Wir gucken uns das Ganze jetzt auch noch mal von frontal an. Aber erst, wenn es schön sauber ist. Okay, danke. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Sind wir unter Zeit geblieben? Kupfer. Eine Stunde neun. Super, eine Stunde neun. Man hat mir eine Stunde zehn erlaubt. Punktlandung. So, Spiegel. Wir gucken es uns nochmal von vestibulär an. So, halt, ist gar nicht so einfach hier. Das ist jetzt die eigentliche Challenge für mich, diesen Spiegel wieder richtig für euch zu halten. Wo ist die Kamera? Ah, hier. Okay. So. Uli, einmal bitte zubeißen, nach vorne schieben. Nee, ist okay. Zubeißen nochmal, nach vorne schieben. Ja. Nach vorne schieben. Jawohl, super, alles frei. Ja, vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Warum keine orthodontische Extraktion des Zahnes nach Dr. Stefan Neumeier? Eine orthodontische Extraktion geht, wenn der Zahn nicht ankylosiert ist. Dann, super Frage, bei einem nicht ankylosierten Zahn absolut eine geniale Form der Behandlung. Man muss nur wissen, dass die orthodontische Extrusion, eine ganz langsame Extrusion sein muss, damit wir natürlich Knochen kriegen. Und ich sagte eingangs, wenn wir das Ganze in einem One-Stop-Shopping machen wollen, also wir haben ja heute den Zahn gezogen, alles augmentiert, implantiert, Provisorium rein, dann ist die orthodontische Extraktion ebenso genau das Gegenteil, was wir jetzt in Corona-Zeiten brauchen, nämlich ganz viele Termine, Kontrolltermine, der Patient braucht Brackets, wir haben tatsächlich die Nachteile auch der Mundhygiene mit den Brackets oder man köpft den Zahn quasi, macht ein kleines Häkchen rein, macht ein Provisorium im Sinn einer Brücke. Ach, da bin ich. Ah ja, lieber der Tagesschau. Macht das Ganze im Sinn einer Brücke, aber wir wollten ja die Nachbarzähne gar nicht in irgendeiner Form abnehmen. Also für uns war das jetzt eine der Lösungen. Selbstverständlich ist das auch eine sehr schlaue Lösung. Sie ist weitaus aufwendiger und sie wäre natürlich chirurgisch nachher viel, viel einfacher. So, gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann eröffne ich unsere Aftershow-Party hier in der Praxis. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unserem Patienten, der hat das genial gemacht. Das ist nicht einfach, für sowas hier hinzulegen. Hier sind ganz viele Menschen, Kameras etc. Euch bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund. Oder wie eine meiner Patientinnen gesagt hat, bleibt übrig. Kann mir eigentlich nur wünschen, dass die nächste Live-OP wieder mit Menschen hier stattfindet, beziehungsweise, dass ich irgendwo zu euch kommen darf. Danke fürs Zuschauen und bye-bye. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen CME-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser CME-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben.